Einen wunderschönen sonnigen Nachmittag, während der Sommer draußen wieder aufholt, hocken wir hier drin und machen großes Gewächsnachprobe. Wir könnten natürlich ganz andere Sachen auch machen. Wir könnten sinnlos vor verschlossenen Freibadtüren stehen zum Beispiel. Tritt es ja mit den Freibädern, gell? Am 1. Mai, wenn noch Schnee liegt, dann machen sie auf. Und am 1. September, wenn es das erste Mal im Jahr über 30 Grad hat, machen sie stur zu. Ne? Aber machen wir natürlich nicht, weil wir nur für euch Videos drehen. Man muss man sich vorstellen, ne? Wenn du dann zum 31. August um 23:59 Uhr ins Freibad gehst, ist um 0 Uhr ist zack, alles zu, versauerst du drin bis nächsten Mai. Weil die fragen, wo du bist. Können sie vom Badewasser ernähren? Im Komm, Snickers-Automaten. wir fangen an. Fangen wir jetzt einfach mal an. Also wir haben heute badische Weißweine, badische GGs, Chardonnay und Weißburgunder. Es waren nicht alles GGs. Es sind also auch nicht GGs dabei, die ja, gut sind. Oder die, von denen wir bis jetzt glauben, dass sie gut sind. Ob sie es wirklich sind, werden wir feststellen. Falls ich jemals was eingeschenkt kriegen sollte. Fertig? 240038. So ein langes Intro hatten wir noch nie. Nie, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist doch so. 240038. Ist doch idiotisch, habe ich schon. Nein. Ich sehe schon, es geht schon los. Es geht schon los. Es geht schon los. Nee, das kann ja nicht stimmen. Ich habe ja nichts. Sag mir nochmal die. Das ist die Nummer. Kann nicht sein. Da stimmt aber was nicht, weil da ist nämlich nichts drin. Ist richtig. Und warum ist da nichts drin? Das ist doch. Ach du Scheiße, ich weiß warum. Weil das ein Wein war, der doppelt aufgenommen wurde zwischen unter zwei verschiedenen AP-Nummern, weil sich jemand verschrieben hat. Und deswegen. Sollten wir nicht abbrechen, nachdem es der Nein, erste nein, 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 solche Sachen gehen halt mal schief, das macht überhaupt nichts. vielleicht zu Anfang? Nein, sowas Also geht es halt mal kann schief. nur noch Es kann besser nur noch besser werden. werden. Das heißt, dass ich. Das ist jetzt dann gerade gar nicht Der so erste hört richtig. sich doch, die erste Beschreibung dürfte. Das ist er, oder? Ja, Freiburger. Dessau? Schlossberg? Richtig. Ja, Jo. okay. Passt, wunderbar. Dann haben Passt. wir. So, So. das war jetzt, das ist jetzt natürlich, ihr müsst euch jetzt das, Sie müssen, und wer auch immer sich das vorstellt, das ist jetzt blind. Nein, Quatsch, die erste Probe war ja eh blind. Also ja, Kernobstduft. Ich habe sehr viele gelbe Äpfel. Ja. Ziemlich abfällig, das stimmt. Ist recht Mir wird frisch. so ein bisschen nussig, buttrig. Butter hast du auch? Die Zitronenbutter vielleicht. Okay, also im Mund überwiegt Zitrus. Moderate Säure würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, das war offensichtlich. Bei der ersten Probe hat die Süße das noch alles ein bisschen verdrängt, weil es wirkt ein bisschen süßlich. Aber es stimmt, es ist deutlich straffer und lebendiger geworden. Und Ja, dann hat es aber auch natürlich auch. sehr kantig, noch nicht so wirklich richtig gut zusammengesetzt. Naja, das haben sie halt dieses Jahr recht oft. Ne? Das ist ein bisschen diesen kantigen Gerbstoff. Leicht gedeckt steht auch drin. Kann ich, find, man kann ihn da stehen lassen. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen zwischen 6 und 7.
kann ich mir gut vorstellen. Einfach weil er ein bisschen angezogen hat. Der hat halt arg weich gewirkt und ein bisschen Okay, verschwommen durch gut. die leichte Süße. Jetzt hat er doch bis. Also ich Ich kann kann mit deiner 87 schon nicht. Argumentation folgen. Kannst du das? Ja. Also, das ist das Staatsweingut Freiburg mit dem Freiburger Schlossberg. Chardonnay. Es ist alles 15, außer ich sage was anderes dazu. Und es ist alles großes Gewächs. Außer du sagst es dann was dazu. Mach mal so rum, oder sage ich immer, wenn es kein großes Gewächs Ja, ist, so sage ich immer meinte ich welchen? Ja, das. So okay, alles meinte klar. ich Ja, passt. das. So machen wir's. Gut, dann 239367. Ist immer wichtig, dass man sowas erst klärt, wenn die Kamera schon läuft. Das ist ganz wichtig. Zwecks der Authentizität. Ein bisschen gewürzig und floral. Ja, floral deutlich. Ja, und es ist so ein bisschen so ein Hauch Holz, das so das Gewürzige gemacht, habe ich den Eindruck. Schreibe ich denn da zusammen? Frage ich mich jetzt auch, aber gut. Irgendwie schon zu viel gearbeitet. Jetzt stimmt's. Es wurde angeregt, dass ich mir doch eine leise Tastatur zulegen sollte. Machen wir irgendwann, wenn wir dazu kommen. Also Holz ist, diese Holzwurzel bestätigt sich im Mund. Ja, aber es ist nicht aufdringlich. Es ist halt Nein. ein bisschen da. Aber es passt eigentlich. Doch. Da hängt doch das Ding da draußen. Ja, steht auch. Das hat relativ viel Schliff. Das ist recht fein. Das ist saftig. Richtig. Gefällt mir eigentlich ganz gut in seiner recht eleganten Art. Ich meine, das Holz hat sich ziemlich gut eingebunden. Es ist nicht ewig tief, das stimmt schon, aber trotzdem, das hat eigentlich Schliff und Finessen. Das gab es für mich zwischen 7 und 8, ehrlich gesagt. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Er ist auf jeden Fall der kommt. Also der tickt besser als der vorherige, deshalb sollte er schon einen Punkt mehr kriegen von meiner Seite. Finde ich auch. Gut. Wird auch gut reifen, ein Das glaube ich bisschen auch. diese 2+ Jahre, also gute 2 Jahre oder ja, Das wird nicht ganz reichen, gell? genau das meine ich auch. Ja, es macht jetzt schon Spaß, aber das wird auch wirklich recht gut reifen können. Ah, da sind wir wieder beim Staatsweingut Freiburg. Das ist der Blankenhornsberger Doktorgarten. Zwei, drei, neun, vier, fünf, vier. Recht hell in der Nase, ne? Hell, aber ich habe auch etwas Kräuteriges. Da überlege ich gerade, was es sein könnte. Das Buttrig, was du geschrieben hast, habe ich nur noch. Schon sehr. Also ich nehme es nicht so stark wahr. Es ist auch weniger geworden. Ist die Frucht deutlich klarer und kühler geworden. Richtig. Gut geschliffen. Das ist ein Mund. Es hat viel Leben und Schliff.
Ziemlich saftig. Ja. Eine gewisse, Ein also bisschen so, so ich schon Zitrusfrische. positiv herb, was ihn auch animierend macht. Stimmt. Ihn auch Zug verleiht, also sein Zug ist schon. Da steht noch spürbarer Alkohol drin, das ist fast weg. Was hat er denn? Wir haben die 14, oder? Das ist richtig. Es ist 14. Ja, aber es wird trotzdem relativ elegant, gell? Das ist ganz Genau. erstaunlich. Das ist auch ein Grenzfall. Ist auch zwischen 8 und 9, gell? Na, ich bin bei 9 auf jeden Fall. Ja? Also gut. Gehen wir es hin. Also das hat zwar viel Kraft und Alkohol, aber es wirkt trotzdem unheimlich elegant eigentlich. Das hat auch Finessen. Dr. Heger, Rappenecker. Rappenecker. Könnte vielleicht die Tür mal wieder zumachen. Irgendwie kapieren Sie es nicht. So. Gut, weiter geht's. 2, 3, 9, 3, 9, 4. Schon komisch, das Schild da draußen ist doch deutlich. Vielleicht sollte man wirklich wieder absperren. Also wenn wir dann alle GGs haben, hat sich das hier eingespielt. Schauen wir. Auch Noch geschliffen. tiefer, geschliffen Stimmt, und ist ein bisschen tiefer. tiefer als der Vorgänger. Oh, das Recht ist schon elegante, ein kräuterige Mensch, Töne. ja. Auch fester. Leichter backig im Mund. Ja, aber es ist auch wieder relativ kühl wirkend, obwohl das sicher auch nicht leicht ist. Also es hat sicher Alkohol, es hat sicher auch seine 13,5 bis 14. 13,5. Es ist ein bisschen zitrusbetonter als der andere. Interessant, die Nase wirkt tiefer, der Gaumen nicht ganz. Fällt dir das auf? Ja. Da hinten raus war jetzt der Vorgänger ein Touch nachhaltiger. Aber das ist trotzdem, das ist in sich stimmig und es macht Spaß. Kann man jetzt schon trinken? Oder ein bisschen auch ganz gut reifen können. Aber es steht für mich gut da. Sehr gut. Okay. Ah, ist das Weingut Schlör? Tauberfranken? Also Baden? Ja. Reichholzheimer Oberer Fürst. Weißburgunder. Weißburgunder, ja, genau, wichtig zu sagen. 2, 3, 8, 7, 6, 5. Aber das hat jetzt immer dazu gesagt, weil wie gesagt, Chardonnay haben wir ja auch. Das vorher war Chardonnay, oder? Ich glaube, Nee, das das vorher ist. war auch Weißburgunder und davor war Chardonnay. Sowas. Naja, wir haben es ja eh gezeigt. Habe ich die richtige Nummer? Okay. Wir sind auf der Spur. Ja. Wie dauert es ja dann immer, wenn man dann dauernd unterbrochen wird und wenn Freibadwetter ist und recht nussig. So helle Nüsse. Und recht kühl und zurückhaltend. Also die Frucht ist das Ist im Hintergrund. Das anders, ist ja. kein Weißburgunder, gell? Das ist jetzt kein Weißburgunder. Chardonnay. Chardonnay wirkt eigentlich immer ein bisschen kühler und auch in der Frucht zurückhaltender als Weißburgunder. Ja, eleganter. Ja, das ist auch mineralischer in der Nase.
Lebendig. Ja, ich habe es gestern auch reingeschrieben. Muss gestern gewesen sein, ja. Dass das dann auch Kohlensäure hat, das ist fast weg, aber trotzdem dieses Leben, diese Feinheit und Frische ist da. Auch im Mund ist das jetzt nicht übermäßig fruchtig, ne? Sondern es ist ein bisschen mehr nussig, so feine vegetabile Töne, es hat was Mineralisches. Schade. Aber das wirkt recht in sich geschlossen. Also das trinkt man eigentlich gern, gell? Er könnte etwas mehr Tiefe haben. Ja, die große Komplexität und Tiefe hat sie nicht. Aber so wie das dasteht, schmeckt es einfach. Richtig. Steht gut da. Ja. Ist für mich ein Parade, 88 Punkte Wein. Aber macht einfach richtig Spaß. Das ist das Weingut Aufricht. Diesmal kein großes Gewächs. Das kommt vom Bodensee. Chardonnay, drei Lilien. Lilien, sagt Sollen es sein, ja? es. 2, 3, 9, 4, 6, 4. Okay. Das hat ein ganz anderes Holz. Richtig. Das hat kühl und herb. Das hat einen sehr speziellen, Na, ja, ich muss gar nicht so gerade sehr an neuholzigen. Mandeln, denken. Mir fehlt aber noch was, nicht nur Mandeln, sondern. Das sind Gewürze. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es Kaffee ist. Kaffee ist gar nicht schlecht. Das ist, glaube So ich, genau das, vielleicht was ein ich suche. Milchkaffee oder. Kaffee ist gut. Eigentlich das, was ich gesucht habe. Mach was Erdiges. Erdiges und so diese, so ein bisschen dieses Artischockenartig Vegetabile, das Chardonnay so gern hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Artischocken, vielleicht ein bisschen Kapern oder so in die Richtung gehend, ohne dass jetzt das wirklich aufdringlich wäre, aber das hat man so im Hintergrund. Ist kühl. Schau ich mal den Alkohol. Das ist kühl, aber reif gleichzeitig. Auch wieder in sich geschlossen. Ziemlich, ja. Das Holz wird hinten raus ein Hauch karamellig. Oder? Ja. Und so ein bisschen braune Butter kommt. Aber macht ihn dadurch nicht wärmer, weil das sind Aromen für mich, die einen Wein etwas in die Breite gehen Das stimmt lassen. schon. Aber er hat Vom trotzdem An. Zug. Ja. Verbindet es ganz gut. Steht aber für mich auch gut da. Oder würdest du da lieber. Aha, ich sehe es schon, dein Blick. Du hättest gerne ein Mehr, Ach, ich. Oder ein Plus. Kann ich auch damit leben. hä? Die Reifeprognose ist auch deutlich besser als das bei den Vorgängern. Ja, ich kann ja damit leben. Ich meine, ob du mir jetzt 600 Punkte schuldest oder 601. Sag mal. Du weißt, dass das jedes Mal auf Null gesetzt Dr. Heger, Iringer Winklerberg Chardonnay. Erste Lage, kein großes Gewächs. 2, 3, 9, 4, 5, 6. Sehr vegetabil. Kühl, vegetabil, hat fast keine Frucht. Ja, das ist richtig. Sehr fest, schon in der Nase. Ja, und das Heu und die Champignon-Töne, die da drin stehen, die hat er auch. Die hat er auch immer noch. Ziemlich zurückhaltend. Vor allem der Frucht.
Ich meine, man merkt man den Alkohol schon, aber gleichzeitig wirkt der Wein kühl. Sehr kräuterig Aber ist wieder und auch Heger. der Abgang. Ja. Er bleibt ziemlich auf der pflanzlichen Seite, übertreibt es gar nicht mit der Frucht. Das hält ihn auch so in der Balance, das geht nicht in die Breite, trotz des hohen Alkohols. Naja, hat schon 14 oder 14,5, oder? 14,5. Naja, man merkt ihm den Alkohol auch an, diese Wärme im Hintergrund, die hat er nun mal. Aber der Wein wirkt nicht plump oder breit. Das auf keinen Fall. Die Frage ist, wo reift es hin? Da bin ich mit so hohem Alkohol manchmal ein bisschen skeptisch. Weil Festigkeit und Feinheiten hat er. Richtig. Ja, und der Salzton hinten raus, das wird Mineralik, ist auch da. Steht überraschenderweise überhaupt nicht drin. Ist, glaube ich, gar nicht die Tastatur, ich glaube, ich hau nur zu euch drauf. Schon nebenbei. Einer mehr? Bei dem würde ich es Ach! jetzt nicht ganz sofort, also ich Jetzt, würde wo ich das diese sofort Festigkeit. mitgehen, ja, genau, ich sofort. Also, dann kriege ich den halben Punkt zurück. Ein Geschacher reicht Ja, euch. natürlich wird hier nur geschachert. Das ist Vorderer Winklerberg von Dr. Heger, Weißburgunder. 239369. Also, den Burgundersorten, vor allem Weiß und Blau, Grauburgunder, merkt man den Jahrgang schon an. Die haben schon Mordsalkohol, aber da merkt man dann auch wieder, dass Chardonnay ihnen oft ein bisschen überlegen ist, weil der geht schlanker auch, selbst in solchen Jahren. Naja, ich denke, Chardonnay ist so ganz grob gesprochen einfach eine sehr edle, die Die noblere edlere, ja. Sorte, das ist so. Gehört auch nicht mehr ganz zur Burgunderfamilie, ne? Die sind ja genetisch fast identisch. Chardonnay hat ist eine Kreuzung. Nur zum Teil Burgunder. Das kühl, pflanzlich. Ganz anders. Hat so einen ganz feinen, nussigen Holzton drin. Überhaupt nicht aufdringlich. Und auch dieses Florale, was die vorherigen gar nicht hatten. So weiße Blüten eingestreut. Hellfloral steht ja auch drin. Jetzt haben wir Gaumen kühl. Klar, gerade. Jetzt hat so ein Hauch Zitroniges drin. Aber Wirkt relativ leicht für den Alkohol. Aber es fehlt ein bisschen der letzte Nachdruck, finde ich. Für höhere Wein. Also den finde ich einen unter dem Vorgänger. Also ich finde, dass der da wieder gut steht. Du nicht? ja, also er ist etwas. Die anderen waren vielleicht auch mit mehr Spannungsbogen. Ja. Genau. Ist gut. Lass mal da stehen. Ja. Finde ich auch. Ah, das ist noch einmal Staatsweingut Freiburg. Diesmal wieder Weißburgunder. 14 allerdings, Blankenhornsberger Doktorgarten. Das ist auch der, den man jetzt schon trinken kann. Gell? Das ist der einzige, der schon so richtig zugänglich ist. 239820. Herr der Nase. Besonders. Ist ziemlich fest. Ja, aber auch etwas, naja, abweisender, Ja, etwas das wirkt verschlossener. verschlossener und kühler. Das ist richtig. Also mich lädt das auch noch ein wenig mehr ein. Ich mag dieses etwas, Kalte Schulter. ja, und auch den Tiefgang, den der einem schon vermittelt. Auch so eine Art Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit und eine gewisse Noblesse. Mir juckt die Nase und ich weiß nicht warum. Wow.
im Das ist Mund. schön. Das ist auch im Mund nobel. Sehr stimmig. Ja, das hat einen wunderbaren Schliff. Richtig. Das ist Wird schon eigentlich reifen. wunderbar ausgewogen. Man unterschätzt sowas vielleicht am erst, im ersten Blick immer leicht, weil das so perfekt ist. Da braucht es immer erst Zeit, bis man merkt, dass der ja wirklich komplex Aber ist. perfekt nicht im Sinne von glatt und modern, sondern perfekt, auch in der Balance. Ja, sind auf jeden Fall Satz. 89. Du willst aber 90 haben, so wie ich dich kenne. Ja, weil du hast es ja selbst schon gesagt, dass man diese. Hast ja recht. Eigentlich hast du ja recht. Kann ich nicht immer schimpfen. Das Oberbergener Bassgeige vom Franz Keller. Das kostet um die 15 Euro. Das ist ein Schatz für die Klasse. Wenn ich mich nicht irre. Wunderschöner Mann. Ja, ich glaube, mehr dürfte er nicht kosten. Nee. 2, 3, 9, 4, Ich glaube 5, 2. 14,90. Anders, Ganz pflanzlicher. kühl. Pflanzlich steht nicht drin, aber du hast recht. Etwas zitrusbetonter. Komm, das ist doch wieder der Winklerberg, oder? Die. Mit seinen ganz leicht schwarzbärigen Anklängen, die er da hat. Also Jäger dann. Aber es ist auch Weißburgunder. Ja, ziemlich fest. Saftig, kräftig, dennoch relativ herb. So gar nichts Ausladendes, obwohl der auch Alkohol hat. Eigentlich das. Okay, der zieht dann noch mal nach. Dem müssen wir Boah, fast auch der 90 geben. salzig, ja. Ich glaube immer noch, dass der Vorgänger eher 89 hat. Und das ist 90, Ja, oder? willst du zurück nochmal? Du könntest den Vorgänger nochmal reinstellen. Einfach an die Ende oder irgendwo zwischen die anderen 90er rein, damit wir sehen, ob er da Das ist mithalten kann. eine exzellente Idee. Ja, kommt ja auch von mir. Nein, weil der hat die 90 auf jeden Fall. Der zieht auch saftig nach. Da stört dieser Alkohol gar nicht. Da hat 14, aber das ist völlig uninteressant, weil das fein ist, kühl, geschliffen. Das macht einen unheimlichen Spaß jetzt schon. Das ist auch Dr. Heger. Gieringer Winklerberg, Gras im Ofen. Er hat etliche Weißburgunder. Etliche Winklerberg-Weißburgunder dieses Jahr. Ich glaube, drei verschiedene. Okay. Gieringer Winklerberg, hinter Winklen Gras im Ofen heißt es. Ich meine, das ist schon. Puh. Was? Naja, das ist schon das Name. Gieringer Winklerberg hinter Winklen, Gras im Ofen, da brauchst du viel Platz auf deiner Preisliste. 2, 3, 9, 4, 2, 4. Da muss mal einer durchblicken. Man vorn drauf steht nur Gras im Ofen. Das ist ja nicht. Baustelle. Ja, das ist auch wieder ein völlig anderes Holz. Ein bisschen rauchig, nussig, Wird fast speckig. schon ja speckig, pfeffrig. Erinnert an eine Brotzeit. So ein bisschen. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere, ja, Baustelle hast du gesagt, ganz andere Geschichte. Das Speckige ist schon wirklich da. Aber es ist auch fest.
Es wirkt auch wärmer. Ja, das Holz ist wesentlich deutlicher. Aber fest ist er. Das ist wieder Chardonnay, ne? Das hat ganz wenig Frucht eigentlich. Ja, das finde ich auch. Aber es zieht und es drückt nach. Für mich einer zu wenig. Gut. Ah, mein Gott, dass uns jetzt nicht das erste Mal auffällt, das war beim Spätburgunder auch schon so. Wöhrle, Richtig. Breisgau. Das ist Lara Kronenbühl, das kann man jetzt da nicht sehen. Gottsacker heißt das. Chardonnay, großes Gewächs. Das gefällt mir gut. 239466. Bestimmt ein grandioser Essensbegleiter, wenn das ein Jahr alt ist. Oder zwei. Auf Vorsicht. Ich muss vorsichtig sein. Nein, auch wie Oh! dein. Oh! Siehst du? Das erkennst du sofort. Das ist Huber. Nein! Danke, erkennt man nicht sofort, das ist nicht Huber. Aber es riecht total wie Huber. Dieses ganz frische, ganz subtile, eingesetzte Holz, diese Transparenz, Ja, stimmt alles, stimmt alles. dieses lebhafte, geschliffene, also das ist deutlich feiner als die anderen. Und das ist Chardonnay. Das ist wunderschön in der Nase. Und das ist kein Huber? Ist denn das dann? Fängt auch mit Haaren. Das ist Hegers großes Gewächs. Boah. Das habe ich aber dann völlig unterschätzt gestern. Lieber schon, ist das eine schöne Nase. Das ist ganz, ganz brillant. Das ist richtig funkelnd. Dann aber sehr geerdet durch diese dunkle Mineralik. Also das ist, puh. Habe nur zweimal Nussaromen, zweimal Aromen drin stehen. Tolle Nase, die könnte ich jetzt stundenlang rein. Da zeigt der Chardonnay seine Überlegenheit, weil das ist eine Eleganz und Finesse. So ist es. Das kriegst du mit Weißburgunder nicht hin. Boah, ist das schön. Das schön. Oh, schau, ich mürbe eigentlich groß. Und salzig, mit salzige und mineralische, also entweder und oder ein Bindestrich zwei. Salzige mineralische Anklänge ist richtig so. Okay. Da musst, das ist, ohne das E müsst ihr es einen Bindestrich reinmachen. Mit dem Hätte E ich, ja, salzige mineralische das wollte ich Anklänge. gern haben, aber gut. Ist ja nicht Das mein gilt Ding. aber beides. Das kannst beides so machen. Boah, wunderschön. Da lagen 89 aber bei weitem nicht. Ach nee. Also das ist eine Schönheit. So Habe ich das jetzt. schon gesagt? Ja, kann ich dir nur zustimmen. Auch mit der Überlegenheit des Sind Chardonnays. hier 92. Genau, das Boah, ist wäre das jetzt. brillant. Ja. Wollen wir ihn zu den 92ern noch dazustellen oder sind wir Ich bin uns. mir eigentlich sicher, aber wenn du es möchtest, kannst du es gern machen. Puh, aber wer das nicht kauft, ist wirklich selbst schuld. Das berührt einen richtig. Willst du es zeigen? Wenn du ihn reinstellst, muss ich ihn jetzt zeigen. Dann zeige ich ihn später. Wenn du ihn nicht reinstellst, zeige ich ihn jetzt. Okay, dann zeige ich ihn noch nicht. Gut. 240009. Das ist so ein Wein, da möchtest du am liebsten aufhören mit der ganzen Arbeit und gleich das Trinken anfangen.
Pantheon. Und tief, das stimmt. Sehr fest. Das Ist nicht ist schon der ganz Nase ganz rauchig. griffig. Ja, das stimmt, griffig. Erst vom Stil her anders. Das ist vegetabiler. Fast ein bisschen Das Holz ist ein ganz floral. anderes. Ja. Aber es ist ungeheuer vielschichtig. Und du merkst schon in der Nase, wie viel Substanz das hat. Da. Das ist richtig Lange. fest. Auch das ist richtig, richtig gut. Ist auch natürlich Chardonnay, ne? Es kann in dieser Finesse, das geht halt bei Weißburgunder, geht das Das ist diese fast nicht. Brillanz, die der Chardonnay einfach hat. Ja, überhaupt, die sind auch diesen ganz kühlen Charakter. Das unterscheidet ihn schon massiv. Oh, auch so ein ganz kühler, Und kleidet den Mund wie seidiger Wein. Seide aus, Ganz ja. genau. Das ist regelrecht seidig. Das ist groß und salzig. Viel Spannung, wie du hier schreibst. Wunderschön. Da kriegst du Gänsehaut. Das ist einfach, das sind so schöne Weine. Blas mich noch von hinten an. Puh. Aber da würde ich auch wieder mit 92 einsteigen und mir das einfach nochmal anschauen. Ganz ehrlich. War das Huber? Ja, alte Reben. Ja, viel mehr Fall. Das ist sein alter Reben, das ist noch nicht einmal ein großes Gewächs. Alter Schwede. Unglaublich. Boah, kriegst du 2, 3, Appetit. 9, 4, 2, 0. Jetzt dachte ich, wenigstens die Wir machen. Weißen gehen jetzt schnell. Aber das geht ja wieder Oh nicht Gott, schnell. ja, wir haben noch ganz viele Rote, Die hast du das Roten schon werden noch viel länger. angekündigt? So. Sehr herber Duft. Ja. Kühl, pflanzlich, ein bisschen holzig. Sehr gut, sehr fest. Aber man merkt jetzt den Unterschied. So fein wie die anderen ist er nicht. Richtig. Aber es ist sehr gut. Sehr schön, animierend, saftig, straff, Animierend ist das, ja. klar. Ich würde da sogar ein bisschen überlegen, ob es nicht nur 88 oder schon 89 sind, aber es ist ein Wein, der unheimlichen Spaß macht. Ich würde ihm die lassen, die Okay. 89. Wegen Diese seiner perfekten salzige Balance. Mineralik und ja, Okay, ich kann gut damit leben. Es macht vor allem einen riesen Spaß. Ach so, das ist Wüderwürle. Oh, aber diesmal Weißburgunder. Das ist echt gekonnt. Wörle, Weißburgunder. kann man zwar eh nicht lesen. Lara Herrentisch heißt der Schau. Ja, ich muss. Hat man noch nicht, ne? Das haben wir nicht hochgestellt. Der schafft es aber jetzt wirklich, einen Weißburgunder zu machen, der gar nicht in die Breite geht, sondern ganz kühl und geschliffen bleibt. Ist toll. Für mich. Das macht richtig Spaß. 2, 3, 9, 8, 2, 0. Und das hat ganz wenig Holz. Das wird ein wunderbarer Essensbegleiter zu Fisch oder Kalb oder sowas werden. Wirkt einen ganz kleinen Hauch offener. Sehr reife Frucht. Ja, schon nobel, stimmt schon. Nussig. Bissel Kandis. Einen ganz leicht süßlichen Schmelz. Ich glaube nicht, dass das Zucker hat, aber der Schmelz wirkt so. Vielleicht ein bisschen unterstützt vom Alkohol. Sind 89. Ja. Da haben wir den schon. Wer hat recht gehabt? Herr Das war Buschuster natürlich. Nein, Quatsch. Es ist Kellers Oberberger Bass. Geige nochmal. Wunderbar, Wie gesagt, das sind wunderschön. halt doch nur 89 statt 90. Aber 89 Punkte für 14,90 €. Das ist lächerlich. 2, 3, 9, 4, 5, 8.
Oder wunderbar. Ja, oder? Ich habe mir es gerade so gedacht. Lächerlich, das könnte auch ganz falsch verstanden werden. Das ist extrem viel Wein fürs Geld. In Burgund musst du da So ist 20 es. Euro drauflegen. Aha, Hefenoten. Sehr jung wirkend. Ein bisschen was Röstiges hat er. Richtig, so leicht dunkel, dunkle Aromatik. Das steht aber noch nicht drin. Es kommt erst mit Luft offensichtlich. Ich habe auch Pfirsich. Ist wieder mehr auf der wärmeren, gefälligeren, fruchtigeren Seite, ist auch wieder Weißburgunder. Ist auch kein Chardonnay. Ja, das ist ein relativ warmer Stil. So ein bisschen schmeichelnd, so ein bisschen kandiert. So eine, also wahrscheinlich hat der keinen Zucker, sondern es ist eher so ein bisschen Kandisüße und der Alkohol macht da natürlich einiges. Hat nicht diese ganz die Intensität. Nee, auch nicht die Feinheit von den großen, die wir schon hatten. Es ist natürlich ein anderes Stil und es wird ganz vielen Leuten sogar besser schmecken, weil er dieses warme, anheimelnde, schmeichelnde hat. Aber diese letzte Konsequenz und diese Tiefe hat er nicht ganz von den ganz großen. Nur es ist trotzdem ein super Wein. Die Frage ist, sind es 89 oder 90? So ist es. Also er kratzt an den 90. In seinem Stil könnte man ihm diese auch, glaube ich, lassen, Ja. denn er ist lang auch. Das ist kräftig, das ist Wir lang, können das ist jetzt griffig. länger miteinander sprechen und er wird trotzdem noch nacharbeiten. Das ist Achkarer Schlossberg, Weißburgunder Dr. Heger. Ja, das ist ein bisschen auch die wärmere Lage, ne? Oder nein, das stimmt nicht. Das ist die wärmste ist der Winklerberg. Aber die Weine wirken oftmals so ein bisschen. Das ist ein anderer Boden, das ist viel lösser. Bin etwas am Überlegen, wie wir das jetzt machen, weil wir haben zwei Du nachgestellte. machst es, wie du das möchtest, und ich lass mich überraschen. 240013. Herrlich. Ich glaube, da. Man braucht, das ist fast schon Meditation, ne? Jetzt ist aber völlig verschlossen. Das ist so zu. Ist ganz tief, ganz fest. Ganz feine vegetabile Noten. Ja, aber also überhaupt keine Frucht im Moment, was Ja. deutliche Mineralik, wie du schreibst. Ist keiner, den wir schon hatten. Ne? Es ist Huber. Also diese Nase, das ist wie kann man das beschreiben? Das ist so unglaublich fest und konzentriert. Das ist so eine Mauer, die einem da entgegenkommt. Das ist so. Ich weiß gar nicht, wie man das anders beschreiben kann. Ich werde dann weggebeamt. Ja. Also in ein Paralleluniversum. Ja, und das ist extrem dicht und fest. Es hat eine Mordsäure. Die am Anfang den Wein unheimlich schlank wirken hat lassen und jetzt merkst du langsam, was für ein Fundament der hat, wie viel Körper eigentlich da ist, ohne dass das jegliche Schwere hätte. Ist das der Schlossberg? Naja, das ist der Kalte. So wirkt er, ne? Das ist Ja. richtig kalt. Bienenberg ist viel wärmer und zugänglicher. Nur da lagen die 92 nie und nimmer. Richtig. So ist es. Es ist viel zu dicht und viel zu fest. Richtig.
Wann hast du ihn? Ah, der ist von gestern. Ja, nur ich denke, dass der noch 2 Tage lang greifen kann. Das werden wir auch noch einmal probieren und vielleicht noch einmal probieren. Das ist im Gut, bin Notfall ich. sogar Montag nochmal. Bist du bei 4 oder bei 5? Vier. Ich auch. Ach Gott, nur das jetzt anfassen hat überhaupt keinen Sinn. Das ist im Moment komplett unzugänglich. Kann ich es zeigen? Ja, klar. Das ist ein Behelfsetikett. Das ist mein gutes Rüber. Man erkennt es schon. Das Wappen ist ja da. Das ist Hecklinger Schlossberg Chardonnay, großes Gewächs. 240011. Wirkt etwas heller in der Nase. Ja, das wirkt ein bisschen unentwickelt. Das ist noch. Es hat was Rauchiges. Ja, hellnussiges. Fast ein bisschen was Schwefliges. Ja, so weißer Speck. Ist das ein Bienenberg? Ja. Es ist mineralisch, es ist fest, es ist tief, aber es ist total unruhig. Sehr schön. Saftig, fest, straff, nussig. Bisschen mehr Holz als der Schlossberg, spürbar. Das liegt vielleicht daran, dass diese Frucht anders ist und das vielleicht noch mehr stehen lässt, dieses Holz, während dieser eiskalte Schlossberg alles verschluckt. Sehr würzig. Schön einmal. Aber da merkst du diesen Klassenunterschied zum Schlossberg, oder? Es ist ein Riesenwein, aber an den Schlossberg kommt er nicht ran. Wie siehst du das? Na, du bist noch die Gänsehaut am Ja. Wegdenken. Ja. Auch das hat eine tolle Konzentration und bleibt gleichzeitig fein und kühl. Richtig. Ich würde da nicht sofort das unterschreiben, dass er jetzt so deutlich unter dem Schlossberg Ja. steht. Also für mich ist das auffällig, der Okay, Unterschied. wir werden Wir sehen. werden es nochmal probieren. Aber im Moment steht er für mich da gut. Gut. Das ist wieder Huber. Das ist Malterdinger Bienenberg. Ich glaube, Bienenberg ist Malterdinger doch. Chardonnay, großes Gewächs. Wie gesagt, gibt es morgen, übermorgen, Montag nochmal. Vielleicht noch einmal Montag im Video, aber ich versprechen möchte ich das jetzt einmal nicht. Vielleicht ist er irgendwann so gut, dass wir ihn austrinken müssen. 240009. Wir opfern uns. Genau, so ist es. Ganz helles Holz. Straff, vielschichtig. Fein, kühler noch als der Bienenberg. Für mich nicht ganz so tief. Richtig. Aber sehr fein. Also es ist eine wunderschöne Nase. Auch da bleibt er ganz kühl, ganz geschliffen. Toller, Sehr toller durchgezogen. Gerbstoff. Ganz schlanker Stil eigentlich, oder? Und hinten raus zieht er. Wunderschön. Können wir da schon stehen lassen. Okay, Oder? das wollten wir, da wollten wir ja auch hin.
Unglaublich. Das ist nochmal Hubers Hast du es wieder gezeigt? alte Reben. Also unter den großen Gewächsen angesetzt. Weißt du Dann, zufällig den ich Preis? weiß leider, ich wollte es gerade sagen, ich weiß nicht mehr genau, was er kostet. Aber das ist im Verhältnis echt bezahlbar. Kostet halt irgendwelche Mitte 20 oder Anfang 20. Das ist ein Schatz für die Qualität. Also dafür zahlst du im Burgunder, im Burgund das Vierfache, wenn du Glück hast. Ah, das zieht nach. Also das wird gekauft. 2394 66. Herrlich. Das möchte ich in meinem Lieblingsrestaurant haben. Ich in meinen Weinkeller. Oh. Wunderschön. Zupacken, brillant, grandios. Uiuiui, da nicht zu schlucken, fällt einem schon schwer. Sehr einer mehr. Sehr gut, weil ich meine, jetzt hatte er Und wir wirklich werden ihn noch, jetzt hat er ernsthafte. die richtigen Gegner gehabt. Und Und da wir werden ihn hält er uns, da dagegen hält er mit. locker. Und wir werden uns den auch nochmal anschauen. Boah, ist das gut. Und es hat eine Länge. Ich glaube, den haben wir noch nicht gezeigt. Ganz stark. Ja, das ist Dr. Heger. Ihringer Winklerberg, Gras im Ofen, diesmal aber Chardonnay. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, da zeigt halt der Chardonnay schon seine Überlegung. Gut, das ist 14, das ist nicht 15. Darf man nicht ganz vergessen. Aber das ist riesig, das Ding. So ist es. Wirklich ein Riesenwein. Gut, diesmal hat man nicht vergessen, den letzten Wein zu zeigen. Das vergessen wir immer. Das war's von den Weißen. Jetzt kommt dann gleich noch ein Video mit den Roten aus dem Rheingau und also mit den Burgundern aus dem Rheingau und Baden. Das wird dann was Längeres. Das hat jetzt noch nicht einmal eine Stunde gedauert. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.